Okay, das war lustig. Ich muss zugeben, das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Um einer hätte ich beide getötet. Aber ich hatte nicht mehr genug Zeit für einen Riposte, als ich auf die draufgefallen bin. Diese Seitwärts-Einparker, du. Sechshundertsechs. Glaub ja nicht, dass ich euch als ernsthafte Gegner betrachtet hab. Ihr scheiß Viecher. Na komm, spielen wir beide. Schon mit deinem Kumpel gerade gespielt. Naja, ich will es ja nicht sagen, aber ich sag's ja, ihr seid scheiße. Reinstes Glück, dass ihr mich getötet habt. Ihr Eimer. So, Mutti, deine Haare bewegen sich. Und ich bin Baumfäller von Beruf. Wieso lebt es noch? Schrei mir nicht ins Ohr. Bitch. Hallo, Mutti. Und mit dem Sprung hinterher. Meine Axt und ich. Hallo. Willst du nach mir greifen? Nein, will sie nicht. Oh, hast du einen langen Arm. Hä? Jetzt greift die? Das ist ja krass. Hätte nicht gedacht. Langer Arm, langer Arm, langer Arm. Hätte nicht gedacht, dass sie das noch kann, wenn man ihr so eine verknuspert, dass sie dann noch die Zugreifanimation durchzieht. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay, ich greife dich nicht an. Wow, scheiße! Warum? Na super, und ich dachte, wir können uns unterhalten. Ich dachte, du und ich. Wir werden die neuen besten Freunde. Kranke Bitch. Ich habe dich extra nicht angegriffen, damit wir uns unterhalten können. Snap Freeze. Interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich lese es mal. Bestimmt wieder so ein Magier-Kram. Once one of the spells left behind. Not experience lost. Trotzdem will ich wissen, warum der Baum so besonders war. Ich glaube, ich lasse ihn mit meinen anderen Charakteren am Leben. Mal schauen, ob man da noch mal irgendwas findet. Ich würde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Da ist eine Leiter. Ich will auf diese Leiter hoch. Denn ich habe den Verdacht, dass ich damit endlich an die Stelle komme, die ich schon die ganze Zeit hoch will. Wieso habe ich die denn bloß vorhin nicht gesehen? Verstehe ich gar nicht. Ich habe die echt nicht gesehen, ich schwöre. So. Die Aussicht genießen. Ich muss noch mal die Wurzeln runter. Ich habe mit Sicherheit noch den einen oder anderen Loot übersehen. Und was ich jetzt auf jeden Fall machen möchte, ist in die Grube dieser Fliegen hineinfallen. Und sehen, was passiert und wo sie hinführt, weil irgendwie muss man da ja auch wieder rauskommen.
Es sei denn, sie legen da einfach nur einen Homeward-Bone hin. In dem Fall würde die Message ja auch ankommen dann bei mir. Wow, wir gehen noch höher, okay. Ich habe diese zweite Leiter da unten, habe ich gar nicht gesehen, als ich das durch die Binoculars betrachtet habe. Na komm schon, gib nicht auf, Mädchen. Ich fühle mich gerade wie der Drachen bei One Piece, der diesen Elefanten hochklettert. Titanite Schlapp. What? Dafür den ganzen Stress? Moment. Da kann ich direkt mal was ausprobieren. Yo. Fang. Schade. Okay, fang. Geht kaputt, wenn es auf ein solides Objekt prallt. Habt ihr das gewusst? Ich nicht. Minderwertige Disk-Qualität. Was soll man da machen? So. Und jetzt ab in den Fliegen. In das Fliegengedöns. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier noch einen Drachen zu bekämpfen bekommen. Und dann habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass wir... Ich wollte ihn einfach töten. Dass wir seinen Schwanz abschlagen dürfen. Okay, keine Verwandlung, nichts. Alles klar, weiß ich Bescheid. What up? Ich setze mich mal kurz hier hin. Und ich bin wieder weg. Hat doch gesagt, kurz. So. What? So, zuerst töten wir dich. Dann gehen wir auf diese Brücke und führen unseren ultimativen Angriff aus. Dann haben wir nämlich schon mal zwei von denen weniger. Okay, mal von mir aus. Finger weg! Ist ja ekelhaft mit euren Wichsgriffeln. Feuer machte den irgendwie kein extra extra Schaden, Eigenschaft, whatever. Was sind das für Ketten? Hm. Sind die hier auch? Nein. Sind nur hier. Kann man hier was machen? Hm. Wo sind denn jetzt diese schwachköpfigen Fliegen hin? Hallo? Kommt ihr eigentlich auch hoch? Das wäre natürlich super geil. Nein, natürlich nicht. Wofür habt ihr denn die Flügel? Was ist dein Scheißproblem? Wieso bist du noch nicht hier? Hab schon gesehen, was du vorgehabt hast. Hab schon gesehen, Mistvieh. Kannst dich gehackt legen, ey. So, keine Plunging Attack Möglichkeiten, wie ich sehe. Äußerst schade. Na gut. Wie viel HP habe ich? Ich trinke nochmal ein. Einfach nur, um... Ich weiß ja nicht, wie stark jetzt der Sturzschaden sein wird. Lebst du? Du lebst! Hey, hallo! Ich bin's! Ihr kennt mich! Ich bin der, der mit Pfeilen auf euch schießt. Nope. Flossen weg. der übergibt sich. Hallo und tschüss. Hallo und tschüss. Igitt, Igitt. Igitt sind das viele. Der kotzt wieder. Nein, lass stecken. Ernsthaft. Und ihr auch. Was gibt's da überhaupt zu essen? Was habt ihr da?
Boah, fliegst du weit. Ich frage mich, ob das ein Greifer, also das, dieser Angriff, ob das ein Griff ist. Aber ich habe auch keine Lust, um ehrlich zu sein, das überhaupt heraus... Nein! Das habe ich fast geahnt. Hab natürlich keine Fackel mehr in der Hand. Kennst du den hier? Voll daneben. Oh mein Gott, ist gerade dieses scheiß Zimmer explodiert. Nee, das sah nur für einen kurzen Moment so aus, als ob da irgendetwas Größeres passiert wäre. Ist es aber gar nicht. Gut, töten wir weiter. Dich. Und dich. Hier wird keiner benachteiligt, dafür sorge ich. Du wirst nicht benachteiligt. Du wirst nicht benachteiligt. Du kriegst sogar zweihändig. Ich bin so großzügig. Es ist ein Griff. Ja, ich hab's befürchtet. Ich will gar nicht wissen, was die gemacht haben. Ach, ich habe ja noch die Waffe in der Hand. Ja, Bloodloss. Moment. So. Deswegen kann ich auch nicht rollen. Ich bin gerade ein bisschen übergewichtig. So, machen wir weiter mit euch. Was habt ihr da? Windheim! Hey! Armor, Leggings und Gedöns. Das finde ich cool. Hab nur gerade überhaupt keine Zeit für so einen Scheiß. Aber das gucken wir uns an, sobald... Boah! Na, willst du mich verarschen? Das Ding hat mich über die Ecke angekotzt. Ich komme nie wieder hier runter. Das gibt eine schlechte Bewertung auf Bing. Xing? Ding? Nein. Wie heißt denn dieses Portal, was keiner mehr benutzt, weil das so korrupt ist, wo man Lokalitäten bewerten kann? Oh, scheiße. Was? Okay. Okay. Krass. Dreimal dürft ihr raten, womit ich nicht gerechnet habe. Genau. Damit. Na, Glubschi. Die waren neidisch, weil sie bei der Party da unten nicht dabei sein konnten. Mal gucken, was der NPC Frieda jetzt zu uns sagt. Sie klang ja gerade nicht very amused. Dum di dum di dum di dum di dum di dum di dum 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 di dum di dum. Mann, ist das hoch. Hola! Ich bin's wieder. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of. Gut. Sie spielt immer noch die kaputte Schallplatte. Okay, Windheim. Windheim? Was? Nee.
Nein, nein, nein. Das muss wahrscheinlich etwas Leichtes sein, ne? Was sah schon aus wie ein Helm. Puff. Puff. Okay, ne, ne, crap. Unser Ball mit Augenhand wird bin ich so, ne? Shadow Mask, Grey Thrall, Sinless, Nesm, ja, ich nicht mehr hin. Nein, nein, nein. Brian, Dancer, das Cell, Silver, Follower, Herald Helm. Nameless Knight Helm wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Undead Legion Helm, achso. Fallen Steel, Brass North. Wilhelms! Sir Wilhelm, nicht Sir Wilhelm. Ach, verdammt. The Black Helm of Wilhelm, Knight of Londor. And a nice fit for any lean hollow. This hollow knight who served the three sisters who founded the Sable Church was particularly loyal to the eldest and was known as a cold-blooded handman. Oh Mann, Leute, es tut mir so leid. Ich habe das die ganze Zeit falsch pronunziert. Das ist Wilhelm, nicht Winheim. Ich dachte schon, das wäre irgend so ein Winheim-Prinz oder irgendwie sowas. Guck mal, die Rüstung ist schwerer als die vom Dancer. Das gibt's ja gar nicht. The Black Armor of Wilhelm, Knight of London, and a nice fit for any lean hollow. This hollow knight will no cold-blooded handman. Wilhelm, Wilhelm, da. Handman. Okay. Alles das gleiche. Wilhelm, Wilhelm, da. Die sehen gut aus, die Hosen. Wilhelms Hosen sehen echt den von... Nicht den Brass Leggings, sondern denen von, Mensch, wie hieß er denn nochmal? Aus Dark Souls 2, der die Krypta bewacht hatte, den König in der Krypta. Felstad. Die sehen in Felstad Leggings abnormal ähnlich. Na, mal schauen, was sich da modisch alles tun lässt für die nächste Episode. Wenn wir da runtersteigen, kleiner Spoiler, wir werden runtersteigen. Okay, meine Freunde. Soweit erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.